Die Schlagzeile, die mich heute am meisten beschäftigt hat, kommt aus dem Handelsblatt. Da stand nämlich, der Bundesrechnungshof fordert die Ampel zum Sparen auf. Da habe ich erst mal gedacht, was steckt denn dahinter? Der Bundesrechnungshof ist ja die externe Finanzkontrolle des Bundes. Und der geht jetzt in einem neuen Bericht hart mit der Bundesregierung ins Gericht. Der Vorwurf, die wahre Lage unserer Bundesfinanzen werde aus dem Haushaltsentwurf nicht deutlich. Der Bund habe zahlreiche Ausgaben für wichtige Politikbereiche im Sondervermögen ausgelagert, die eigentlich aber aus dem normalen Etat finanziert werden könnten, schreibt der Rechnungshof. Ich würde das jetzt mal etwas einfacher zusammenfassen. Eigentlich wirft der Bundesgerichtshof Augenwischerei vor und die echte Nettokreditaufnahme sei vierfach höher als die auf dem Papier vermerkte. Also Finanzminister Christian Lindner und seinem Ministerium wird, platt gesagt, Verschleierung im Bundeshaushalt vorgeworfen. Und da möchte ich jetzt natürlich direkt von Herrn Bruder wissen, sind die Vorwürfe jetzt zu hart oder was ist denn da los? Nein, die Vorwürfe sind überfällig. Die hätten auch schon vor ein oder zwei Jahren kommen können. Es wird in der Tat ausgelagert. Mein schönstes Beispiel dafür, mit dem ich nie gerechnet habe, ist das sogenannte Sondervermögen zur Sanierung der Bundeswehr. Abgesehen davon, dass es da nichts zu sanieren gibt, heißt Sondervermögen in dem Fall, man nimmt Kredite auf. Soweit ich weiß, ich kann mich täuschen, ist es der erste Fall in der Geschichte der Wirtschaft, der Volkswirtschaft, dass Schulden zu Vermögen umformuliert werden. Allerdings zu einem Sondervermögen. Und das Wort Sonder zeigt schon eine gewisse Barbarei im Umgang mit der Sprache an. Sondervermögen 1000 Milliarden. Kein Mensch denkt mehr daran, wenn er Sondervermögen hört, dass das Geld ist, das vom Bund aufgenommen wird. Und Sie meinen 100 Milliarden? 100 Milliarden. Von 100 Millionen würde kein Mensch mehr reden. Nee, ich habe auch gedacht, das ist doch fast in diesem Etat schon ein kleiner Witzbetrag. Ja, das habe ich gestern im Regio an der Bar ausgegeben, wirklich. Ja, aber das ist es. Und der Bundesrechnungshof geht eigentlich noch sehr milde um. Er spricht auch von mangelnder Transparenz. Mhm. Aber das ist das Geschäftsprinzip. Man lagert bestimmte Haushaltsposten aus, damit der Haushalt kleiner erscheint, als er ist. Aber eigentlich sollte sowas wie das Sondervermögen zum Haushalt zugerechnet werden. Und deswegen der Vorwurf der Verschleierung. Ja, wobei der Bundesrechnungshof da, finde ich, noch sehr zurückhaltend ist. Man könnte auch vom Betrug sprechen. Sie würden vom Betrug sprechen. Frau Seibold, wie haben Sie das aufgefasst, dass die Ampel jetzt sparen soll und der Bundesrechnungshof da jetzt auch wirklich sagt, also so geht das hier nicht mit dem Haushalt? Also da ich keine Finanzexpertin bin, kann ich einfach nur dazu sagen, es geht einfach wie immer ums Vertrauen. Und da haben wir einfach jetzt ein großes Problem. Also die Politik muss etwas verkünden, sie muss Veränderungen vornehmen. Und das Vertrauen in verschiedene Richtungen ist einfach auch schon in weiten Teilen verspielt, wie man sieht. Und da ist jetzt einfach guter Rat teuer. Ja, vielleicht hat Herr Bruder ja einen Rat, wie die Regierung es machen sollte. Nein, wenn ich Rat hätte, hätte ich schon längst darüber ein Buch geschrieben. Aber in dem Fall wird sich jeder blamieren, der so tut, als hätte er einen Rat. Schauen Sie, das Problem ist wir, also ich nicht, aber wir haben wirklich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte mit Geld nur so herumgeschmissen. Wir haben den Indern, als Volk schätze ich die sehr, wir haben den Indern 1 Milliarde Euro überwiesen für die Elektrifizierung des Straßenverkehrs. Wenn wir jetzt einen Moment leise sind und genau hinhören, können Sie hören, wie die Inder immer noch darüber lachen. 1 Milliarde für die Elektrifizierung der Rikschas. Wir haben den Taliban, die wirklich nah am Hungertod stehen, diese wohlgenährten Herren mit ihren ganz neuen Kalaschnikows, den haben wir 600 Millionen Euro überwiesen. Also Geld war hier im Überfluss vorhanden und nie eine Frage. Und irgendwann rächt sich das eben. Sie können auch nicht jahrelang Geld drucken, wobei Geld wird ja gar nicht mehr gedruckt. Das schreibt sich die Europäische Zentralbank einfach selber gut. Zu dem Thema kommen wir heute auch noch. Ja, aber man kann nicht wahrscheinlich schon Jahrzehnte, permanent Geld in Milliardenhöhe drucken und verteilen, ohne dass man die Konsequenzen ins Auge fasst. Und die erleben wir jetzt. Ich meine, irgendwann holt einen die Wirklichkeit immer ein, meistens zu spät. Frau Schulter, wie schätzen Sie die Lage ein? Wie steht Deutschland da? Deutschland steht im Moment so da, dass wir eine Regierung haben, die aus 3 außerordentlich unterschiedlichen Parteien zusammengesetzt ist. Und jeder muss ihre Klientel bedienen. Mhm. Und der FDP fällt eigentlich zu, das Geld der Bürger beisammen zu halten. Und würden ihr nun die anderen beiden übel nehmen. Und deshalb wird da so ein großer Bundeszauber gemacht. Mit Sondervermögen, mit Geldern, die eigentlich
irgendwoher kommen, keiner weiß genau woher. Das hat alles gar nichts mit der Schuldenbremse zu tun, sondern das ist irgendwie extra gelagert und ja, man hofft, dass es keiner merkt. Christian Lindner erwähnt die Schuldenbremse ja oft, also ja. Es vergeht ja kaum ein Interview, wo er sie nicht erwähnt, aber Sie sagen, die wird nicht konsequent überhaupt nicht umgesetzt. Naja, wird sie nicht gemacht, wenn man Sondervermögen einsetzt. Das sind ja letztendlich nichts anderes als Schulden, die nur anders, wie Herr Bruder ja gesagt hat, anders deklariert. Sie würden also den Vorwurf der Verschleierung unterstützen absolut, in dem Fall? Absolut, ja. Herr Seppelt, wie sehen Sie es? Die Lage in Deutschland, den Haushalt. Machen Sie sich als Bürger Sorgen? Ich mache mir Sorgen um die Gesamtsituation der Welt und nicht nur die Situation in Deutschland. Das finde ich problematisch. Und ich lebe inzwischen in diesem Land fast 60 Jahre und wir haben eine Situation, wie wir sie so noch nicht hatten. Und das macht mir großen Kummer. Aber ich sehe auf der anderen Seite, ich habe Menschen und Freunde in der Ukraine. Ich weiß, wie es den Menschen dort geht. Und ich weiß auch Menschen, die hierher gekommen sind, denen es überhaupt nicht gut geht und denen, wie ich finde, wir alle helfen müssen. Und deswegen sage ich unterm Strich immer noch, wir jammern auf sehr, sehr hohem Niveau in diesem Land. Und wir werden jetzt eine Situation im Winter wahrscheinlich haben, die sicherlich manchen Leuten nicht gefällt. Wir müssen Einsparungen vornehmen, wir werden Einschnitte erleben. Aber ich weiß halt auch, dass wir eigentlich zufrieden sein können, dass wir in diesem Land leben können. Wenn Sie sagen, wir jammern auf hohem Niveau, fühlen Sie also Ihr Steuergeld noch gut angelegt im Haushalt und in der Politik? Ja, ich finde es richtig. Ich finde es völlig in Ordnung, dass ich so viel Steuern zahle, wie ich zahle. Ich finde das völlig in Ordnung. Sie können freiwillig mehr zahlen, wenn Sie wollen. Gute Idee. Ja, vielleicht sollte ich das tun. Aber ich versuche schon. Schenke sie Ihnen. Das ist eine gute Idee. Gebührenfrei. Wirklich. Vollkommen. Ja, also, ich glaube nicht, darüber reden wir nach der Sendung, okay? Ja. Was Sie mir schenken dann. Ja, nach der Sendung habe ich was anderes vor. nein, wir jammern nicht auf hohem Niveau. Das ist, entschuldigen Sie, ein bisschen zynisch. Es gibt Leute, die jeden Euro umdrehen müssen. Und für die es wirklich, einen großen Unterschied ausmacht, ob die Rolle Beuköller-Kekse 99 Cent kostet oder 1,59 Euro. Ja, ja. Und die jammern nicht auf hohem Niveau. Aber das meinte ich auch nicht so. Ich sage nur, dass es uns grundsätzlich in diesem Land meistens besser geht als vielen Menschen auf der Welt. Na gut, das ist, was ich meine. Wenn du mit Kenia vergleichen? Ja, tue ich gar nicht. Wissen Sie, ich bin ja nun durch meine Berichterstattung in der Welt rumgekommen und ich habe halt viel gesehen. Und weil ich das gesehen habe, relativiert sich für mich manches. Trotzdem haben Sie völlig recht. Es gibt Menschen, denen es nicht gut in diesem Land geht. Aber ich weiß halt auch beispielsweise, wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin, die haben noch nicht mal Hartz IV, die haben noch nicht mal Sozialhilfe, da gibt es überhaupt nichts. Ja, und das ist noch viel schlimmer. Das macht es nicht besser hier. Irgendwo ist es immer schlimmer. Da haben Sie wohl recht, ja. Ja, das, macht es nicht besser. Und letztendlich geht es ja auch nicht nur um das Wohlbefinden von einigen Leuten, sondern es geht auch um die Wirtschaft. Und wenn hier tatsächlich ganze Wirtschaftsbereiche zusammenbrechen, dann hat das ganz andere Folgen, als wenn jemand aus der gehobenen Mittelklasse vielleicht mal einen Pulli anziehen muss. Frau Seibert, Sie sind ja auch alleinerziehend und haben ja auch Kinder. Wie sehen Sie denn die aktuelle Lage in diesem Land? Also jammern wir einfach auf zu hohem Niveau und eigentlich haben wir alle genug? Also ich glaube, noch geht's, aber es zeichnet sich ja jetzt ab. Sie haben vorhin die Geschichte erzählt mit den Benzinkanistern, dass die Leute, also wenn mal der Benzinpreis sich entsprechend verändert, dann gleich losrennen und sich das Benzin abzapfen. So welche Szenen hatten wir ja in Deutschland bisher zumindest nach meiner Kenntnis nicht gesehen. Und ich glaube schon, dass es jetzt darum geht, wirklich genau hinzuschauen, was passiert jetzt wirklich. Also ich mache mir auch Sorgen, nicht um mich selbst, sondern einfach um große Teile der Bevölkerung. Ich glaube, dass es uns sehr hart treffen wird. Aber es gehört jetzt auch ein bisschen dazu, unsere Rolle als Medien hier kritisch zu hinterfragen. Mhm. Ich finde immer Selbstreflexion wichtig. Und jetzt schon wieder von dieser Angst zu sprechen, den Leuten Angst einzujagen, das ist eben ein sehr zweischneidiges Schwert. Und man muss ja nach vorne schauen, man muss natürlich die Zukunft planen, aber gleichzeitig geht bei vielen in der Bevölkerung auch so ein Reflex hoch, dass man sagt, nein, ich möchte nicht nochmal mit dieser Angst konfrontiert werden von Seiten der Medien über die Politik. Ne? Die Politik verkündet, die Medien transportieren und dann sitzen wir wieder da und müssen Angst haben. Also da bin ich ja auch gegen aufgestanden, gegen diese massive Angstmache. Es gibt auch Experten, die sagen sogar, wir machen noch zu wenig Angst, weil sie befürchten, dass es große Demonstrationen in Deutschland geben wird aufgrund der steigenden Preise und dann auch noch der zurückliegenden Corona-Jahre. Ja, ich glaube, man müsste halt einfach viel praktischer an die Bevölkerung herantreten. Warum setzt man jetzt nicht einfach im großen Stil Krisenexperten ein und lässt. Ja, aber wirklich. Er heißt Habeck.
die Kurse geben, was macht man bei einem Blackout zum Beispiel. Ich habe gerade kürzlich einen kennengelernt durch einen Zufall in einem Hotel, der hat gesagt, er macht professionelles Blackout-Management und er unterrichtet die Leute, wie sie sich vorbereiten können. Was passiert, wenn wir wirklich einen Blackout haben? Sie haben 20 Minuten Zeit, bis das Handynetz zusammenbricht. Ja. Wusste ich nicht, fand ich hochspannend. Und? 20 Minuten aber lang kann ich noch... Aber ist es jetzt schon so weit, dass wir Steuerzahler uns auf Blackouts vorbereiten sollen? Also, mir macht das Angst, nicht die Kampagne der Medien. Ich glaube, es ist gut, wenn man das mal gehört hat und wenn man sich mal erkundigt hat, okay, was ist, wenn wir wirklich kein Gas mehr haben? Wie heizt sich denn? Also ich stelle mich jetzt darauf ein, vielleicht muss ich irgendwie mit meinen Kindern in die Schrebergartenhütte und da habe ich jetzt irgendwie so und so viel Festmeter Holz, da ist aber der Preis ja auch schon gestiegen. Oder ich muss in die Berge, in das kleine Berghäuschen. Also irgendwas muss ich mir ausdenken. Es gibt auch viele Leute, die haben weder einen Schrebergarten noch ein Berghäuschen. Habe ich auch nicht selbst, sondern ich würde es mir dann bei denen, denen es gehört, ausleihen. Nur so. Also Das sagen alle. Ich finde es skandalös, dass ein Staat, der uns immer mehr vorschreibt, was wir zu tun haben, wie wir zu reden haben, welche Pronomen wir benutzen sollen, was wir zu essen haben etc., so eine wichtige Sache der Daseinsvorsorge vollkommen privatisiert. Da soll sich bitte der Einzelne darum kümmern, was passiert, wenn kein Gas mehr da ist, wenn das Handynetz zusammenbricht, wenn vielleicht der nächste Supermarkt geplündert wird. Ich muss sagen, das ist ein starkes Stück. Hinzu kommt noch etwas, wenn ich das zwischendurch einwerfen darf. Es hat hier in den letzten Jahren eine Verblödung stattgefunden, wie es sie in einer aufgeklärten Gesellschaft noch nicht gegeben hat. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel, aber es gibt mehr davon. Bei Baumärkten sind die Heizlüfter ausverkauft. Ja. Die Leute kaufen sich elektrische Heizlüfter aus Angst vor einem Blackout, weil bei denen kommt ja der Strom nur aus der Steckdose. Wenn Sie Leute so weit haben, dass sie sich dermaßen irrational und verblödet verhalten, können Sie mit den Leuten alles machen. Es kapiert auch niemand, dass der Staat eigentlich kein Geld hat. Der Staat ist eine Umverteilungsmaschine. Aber alle sind begeistert, ich gönne es den Leuten, weil sie ein 9-Euro-Ticket hatten, wird nur vergessen, dass das den Staat 2,5 bis 3 Milliarden Euro gekostet hat. Und das Geld kommt irgendwo her, nämlich aus den Taschen derjenigen, die mit Begeisterung für 9 Euro von Berchtesgaden nach Kiel fahren. Also ich glaube, es lohnt sich schon auch ein bisschen zurückzugucken auf diesen Sommer. Also Leute, die sich nie irgendwie über eine Klimaanlage Gedanken machen mussten, wir hatten einfach einen unglaublich heißen Sommer. Und ich mache mir da schon Gedanken, einfach um die Natur, ich nenne es jetzt mal Natur, ne? Das Klima ist ja jetzt schon wieder so ein Begriff, mit dem man schon wieder ganz viel transportiert, was man vielleicht gar nicht will. Mir macht es Angst, wenn ich sehe, dass die Wälder im Taunus vertrocknen. Ja, das größte zusammenhängende Waldgebiet nach der Lausitz, wenn ich richtig informiert bin, vielleicht noch dem Bayerischen Wald. Das ist alles braun, die Wiesen sind braun. Wenn ich aber jetzt Richtung Bayern fahre, wird es schon wieder grün. Also ich mache mir Gedanken um die Natur und um meine Umwelt. Und, schön. Ja, und das ist für mich ein genauso großes Thema wie das, was jetzt den Winter betrifft. Auch wenn wir den jetzt schon eigentlich hinter uns haben. Sagen Sie, dass jemand, der mit 900 Euro monatlich und 2 Kindern auskommen muss, dass ihre primäre Sorge dem Wald gilt. Der Klimawandel hat auch wunderbare positive Effekte. Die Grönländer, ich war neulich da, freuen sich, weil die Gletscher schmelzen und sie wieder Tomaten anbauen können. Herr Seppelt, haben Sie Angst vor einem Blackout oder besuchen Sie schon so ein Training? Weder das eine noch das andere, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube tatsächlich, dass die Situation für manche Menschen in diesem Land wirklich gefährlich oder brisant sein wird. Ich glaube aber auch, wenn ich höre, dass die Gasspeicher jetzt zu 85% ja demnächst auch schon gefüllt sein werden, wenn das denn stimmt, dass das offensichtlich viel schneller vonstatten gegangen ist, dass wir vielleicht vom Allerschlimmsten verschont sein werden. Was die Preise betrifft, ist eine andere Geschichte, aber dass wir einen richtigen Blackout erleben werden, da bin ich optimistisch, dass das nicht passieren wird.